Trinkkultur trifft auf Popkultur. 25 Bands verwandeln beim Bayreuther Kneipenfestival über 20 Locations eine Nacht lang in kleine Konzertsäle. Kneipenfestival ist immer wieder schön. Die Band ist toll, Stimmung klasse, Leute, toll, super. Wir begeben uns heute Nacht auf Bayreuths klangvollste Kneipentour. Nicht ganz einfach, denn schon im Kilians ist der Laden gerammelt voll und die Party geht auf der Straße weiter. Er ist total super, Irish Pub ist immer geil, gute Musik, gutes Bier, coole Leute, immer Spaß. Wer das Bier dann doch etwas norddeutscher mag und Seeluft schnuppern möchte, kann direkt danach weiter in den Heimathafen schippern. Wegen den Bands. Also wir hatten zwei Clubs zur Auswahl und Heimat darf dann auch so ein bisschen wegen Hamburg. Bei uns ist auf jeden Fall immer schön warm, das kann ich schon mal sagen. Und unsere Kasse, wie ihr gerade gehört habt, klimpert sehr lustig. Außerdem haben wir heute Abend, finde ich, eine der Top-Bands, Stevie and the Monster Bus, wo ich mich sehr freue. So, nochmal schönen guten Abend, wir sind Stevie and the Monster Bus. Wir wünschen euch natürlich ein schönes kleines Festival für alle, die da geblieben sind. Merci für alle, die neu dazugekommen sind. Hallo. Kam gut an, also hätte ich auch selber gar nicht gedacht. Also wir spielen ja sonst eher so Geburtstage und Hochzeiten. Und die erste Runde ist eigentlich immer so, damit man sich dem Publikum ein bisschen nähert. Hier war es jetzt heute gleich alles voll dabei, das war super. Fand ich bis jetzt am besten. Fand ich gute Musik, auch so, wie ich es noch nie gehört habe vorher. Hat mir gut gefallen. Zum Abkühlen gönnen wir uns jetzt ein paar Cocktails im Sinopoli, wo ein Nachwuchstalent im gepflegten Ambiente ihren großen Auftritt hat. Ja, heute spielt bei uns So Izzy. Er hat gesagt, hier kommt eine Frau mit einer gewaltigen Stimme und deshalb sind wir da. Also ich finde, als Band ist es schwieriger, die Leute hier zu bringen, hier zu halten, vor allem in einem Kneipenfestival, weil einfach jeder mal schaut, wie ist es so und auch dann mal weitergeht und nur immer wieder die Leute auf Stimmung bringen muss, ja. Es ist wirklich super, alle machen wirklich gut mit. Es ist echt wahnsinnige Stimmung hier in Bayreuth. Wir sind wirklich froh, hier zu sein und genießen es auch echt. Unsere nächste Station ist die Lamperie und hier haben die Lokalmatadore von Capote das Publikum schon gänzlich zum Kochen gebracht. Okay. Also, ich glaube, eine Frage erübrigt sich fast. Wie ist das Publikum heute drauf? Ja, die sind auf jeden Fall ganz gut gereizt. Oder? Habt ihr ein bisschen Laune? Aber meine Band. Und habt ihr Laune, Band? Viel zu sehen, viel zu hören und nur eine Nachtzeit. Aber zumindest ist es eine Nacht, die so vielfältig und so abwechslungsreich ist, wie die Kneipen dieser Stadt. Es ist genauso wieder bunt gemischt. Die Leute haben, denke ich, viel Spaß. Das sieht man ja und genießen das heute einfach hier mit uns. Es ist einfach ein verrückter Abend, macht sehr viel Spaß.